So, ich habe nun die Antenne am Rohleiterzug durch eine Kurzschlussplatte hier ausgetauscht, sodass die gesamte Welle reflektiert wird und in den Rohleiterzug wieder zurückläuft. Ich werde jetzt die Stehwelle messen und stelle fest, dass wir sehr große Werte bekommen an manchen Stellen. Hier zum Beispiel haben wir 6,7 Millivolt und es gibt Punkte, wo wir sehr kleine Spannungen messen. Wenn ich ein wenig weiter schiebe, hier beispielsweise, wo meine Spannung bis auf 0 runtergeht. Dieses Minimum merke ich mir, beziehungsweise schreibe ich es mir auf in meinem gut geführten Laborprotokoll. Das liegt jetzt bei etwa 48 mm. Machen Sie es bitte etwas genauer. Hier ist noch ein Nonius angebracht, womit Sie diesen Minimalwert bis auf ein Zehntel Millimeter genau ablesen können. Wir sind jetzt bei 48 mm. Ich suche mir jetzt das nächste Minimum, indem ich weiterschiebe. Ich habe wieder ein Maximum und habe hier wieder ein Minimum, welches ich nicht erreiche, weil ich am Ende bin. Das heißt, ich muss zur anderen Seite rübergehen. Ich habe hier wieder ein Maximum und hier ein Minimum. So, hier ist wieder ein Minimum. Dieses Minimum befindet sich ziemlich genau bei 15 mm. Wir haben also 15 mm ein Minimum und das nächste bei 48. Daraus können wir uns jetzt die Hohlleiterwellenlänge berechnen.